Hey Leute, willkommen zurück zu Lifeless Planet. Es ist Nacht geworden auf dem unheimlichen Planeten und diese Pflanzen sind uns nicht auf der Fährte. Sie jagen uns auch nicht wirklich, aber wenn wir dumm genug sind, in ihre Nähe zu kommen, dann werden wir aufgespießt. Habe ich euch schon mal bewiesen, dass das geht. Natürlich absichtlich. Nee, war wirklich absichtlich. So, auf jeden Fall folgen wir Natascha. Ich habe es jetzt einfach mal so getauft. Die gute Dame mit den leuchtenden Augen. Und ich denke mal, sie meint es gut mit uns, weil sie hat uns wohl eben gewarnt vor diesen Pflanzen. Ich freue mich schon auf die Übersetzung von euch, was sie sagte. Wahrscheinlich hat sie nur sowas gesagt wie, pass auf die Dinger oder... Ah. Es hörte sich zumindest nicht so an, als wollte sie uns jetzt da in eine Falle locken. Ach Mann. Ah. Das war Glück. Aber das sieht aus, als würden die dafür immer so verharren, die Teile. Ich glaube, wenn die das einmal machen, sind die kaputt. Das ist so wie Wespen, ne, wie Bienen. Wespen können ja mehrmals stechen, Bienen nur einmal. Dann bleibt der Stachel hängen, dann sterben sie. Also ist es gar nicht mal so clever irgendwie. Warum macht die Natur sowas? Ist doch bescheuert. Wahrscheinlich kennen sich da einige von euch aus, ne Gary? So Leute, die Biologie studieren oder sowas. Alright, what are you up to? Whoa! Oh. Mach doch das Licht an, Kerle. This has gotta be some kind of a trap. Ja, das war nicht Natascha. Das war so eine Art Mimikrie. Die hat die nur nachgemacht. Da steht wieder so ein Vieh, guck mal. Kennt ihr Mimik? Ah. Den Film mit den Käfern, die so tun, als wären sie Menschen. Oh, das erinnert mich gerade so ein bisschen daran. Und ich mag Spinnen, aber ich mag diese Krabbelkäfer nicht so. So eine Art Schaben, die einem dann den Kopf abbeißen, ihr wisst, was ich meine, ne? Das Ding hat irgendwas gegen Licht. Oder es wartet nur auf den richtigen Augenblick, uns zu fressen. Alter Schwede. Letztes Gefecht. Das hört sich gar nicht gut an. Das ist ja eine ganze Ansiedlung nochmal. Guck mal, wie gut das aussieht. Krass. Also bei den ersten Folgen muss ich immer überlegen, was nehme ich jetzt als Thumbnail für dieses Video. Bei den Folgen jetzt ist es gar nicht mal so schwer. Wie so ein Ameisenwanderpfad mit Pheromonen ausgeleuchtet. Vielleicht sehen das Ameisen genauso. Na gut, die riechen das ja. Die meisten sind ja blind, glaube ich. Aber es ist ein schöner Vergleich, der mir jetzt gerade so eingefallen ist. Aua. Ich habe schon langsam eine Ahnung davon, wie die Menschen hier ums Leben gekommen sind. Fünf. Ist das die Ansiedlung Nummer 5? Steht halt mal ein Tisch. Ja, warum nicht? Ja, dann will ich nochmal sehen, was der Weg daneben. Komme ich da überhaupt hin oder ist der in weiter Ferne? Ich schätze mal Ferne. Ja, das ist viel zu tief. Das sehe ich doch jetzt. Och ja. So weit kann ich nicht mal spucken. Wir müssen halt in den Bunker 5 hier. Das ist aber auch mehr zweckdienlich als sonst was, oder? So fette Betonwände. Wahrscheinlich auch noch Stahlbeton. Also schön haben die sie hier nicht gehabt. Looks like the portal creators recalibrated the portal away from Earth and back to the alien homeworld. And the Russians were afraid of what might be on the other side. Das kann ich mir vorstellen. Warum machst du immer das Licht aus? Lass das doch mal an, bitte. Das Portal verändert sich. Aufgrund der Energieschwankungen im letzten Winter konnten wir das Portal nicht verwenden. Nach dem Unfall entschieden wir, ein paar Wochen zu warten, um zu sehen, ob sich das Portal stabilisiert. Das hat es nicht. Und es ist nun Monate her, seit wir jemanden durch das Portal transportieren konnten. Als ich gestern das Gerät überwachte, erlebte ich plötzlich etwas, das berauschend und erschreckend zugleich war. Durch das flackernde Licht des Portals sah ich für einen kurzen Moment eine fantastische fremde Welt mit unglaublichen architektonischen Bauten.
Es scheint, dass die Erbauer das Portal auf ein neues Ziel kalibriert hatten, ihren Heimatplaneten. Wir wagen es noch nicht, jetzt die Reise dorthin anzutreten. Ja, und dann haben sie es doch getan und haben hier versucht, heimisch zu werden oder zumindest die Gegend zu erforschen, und das war ihr Fehler. Das ist immer das Problem. Wenn man zu voreilig ist, unbedingt der Erste sein und so weiter, das ist immer gefährlich. Ich bin ja mehr so der Plan-Typ, also ich habe lieber immer Pläne, bevor ich einfach mal irgendwas Dummes mache. Zumindest im wirklichen Leben. In Spielen ist das was anderes. Da renne ich immer mal mit dem Kopf durch die Wand, das kennt ihr ja vielleicht von mir. So, jetzt habe ich Brennstoff und was kann ich damit anfangen? Vielleicht hier hinten rüber? Wahrscheinlich komme ich hier gleich an eine Grenze und dann geht es nicht weiter. Oh, wie toll das aussieht, obwohl es halt alles wieder so... Ja, nicht generisch, aber es ist alles so nichtssagend. Hier gibt es nichts. Vielleicht komme ich ja von hier aus an den Weg. Wenn ich da weitergehe. Aua. Natürlich macht es vom Spieldesign mehr Sinn, dass ich eine bestimmte Anzahl... Also eine bestimmte Strecke mit dem Teil hier mehr Treibstoff habe. Aber ich fände es eigentlich schon ganz cool, wenn das Ding so eine Art Treibstoffanzeige hätte. Und wenn ich halt scheitere, dann muss ich nochmal ganz am Checkpoint vor dem Ding anfangen. Das ist dann halt Pech. War hier noch was? Nee. Das ist dann halt Pech. Ich frag mich echt, wie sie sich hier fortbewegt, die Alte da. Sie muss doch schweben oder fliegen können. Ich würde das gerne mal sehen. Da muss ich mich da auch nicht die ganze Zeit so blöd fragen, wie das geht. Oh, guck mal. Die Aurora Borealis. Nordleuchten. Sagt man da nicht auch Elmsfeuer dazu, oder ist das wieder was anderes? Aber es sieht so fantastisch aus. Böse Pflanze. Böse Pflanze. Rotes Licht böse. Grün gut. Das kennen wir ja schon. Oh. Hat das nicht was mit den Sonnenwinden zu tun, die Aurora Borealis? Das ist nur so eine Luftspiegelung, die halt nur in der nördlichen Hemisphäre stattfindet. Das ist, glaube ich, auch sowas. In Russland kann man die sehr gut sehen. Oder Island oder Antarktis. Wunderschön. Finde ich wirklich wunderschön. Das ist ein Naturschauspiel, das könnte ich mir jeden Tag angucken. Live, natürlich. Geht's da rüber oder... täuscht die Dunkelheit mich mal wieder. Wahrscheinlich richtig zu sein, aber es ist auch düster, Leute. Ich mache euch das ein bisschen heller, schätze ich mal, weil man erkennt wirklich gar nichts im Video sonst. Bin schon gespannt drauf, ob wieder jemand schreibt. Buga, ich sehe aber alles. Quarz, das gute alte Quarz, das zweithäufigste Mineral auf dem Planeten Erde. Schön, dass es auch hier zu finden ist. Ja. Finde ich auch sehr schön übrigens. Also das gibt's doch nicht. Hier muss es doch irgendwo... Ah, Pflanzen hier. Die sehe ich viel zu spät immer. Da drüben ist der grüne Weg, aber... Also ich kann hier bestimmt nicht einfach runterschweben, Leute. Das macht mein Jetpack nicht mit. Oder? Kann ich da ein Schrittchen runter vielleicht über diese Kante da? Oder da drüber? Nee, also das schaffe ich beim besten Willen nicht, Leute. Ich kann es probieren, aber das schaffe ich nicht. Nicht mal mit 20 Schüben. Komm, nee, ich lasse es gleich. Dann gehe ich doch nochmal hier vorne hin, weil da oben ging es rauf auf den Felsen. Wenn ich das ein bisschen gut time mit den Schüben. Ja, sollte machbar sein, oder? Hier meine ich. Ja, das sieht gut aus. So. Wunderbärchen. Der Mond. Ist es überhaupt der Mond? Es ist nicht unser Mond, so viel steht fest, ne? Irgendein Mond ist es wohl. Hier? Ich muss hier doch irgendwo runtergehen.
Schau mal an, da ist der Weg. Dann habe ich es ja bald. Da bin ich bald auf der richtigen Höhe. Also das müsste ich jetzt eigentlich schon schaffen. Aber ich schlage wahrscheinlich auch und bin wieder tot. Was ist das denn da vorne? Seht ihr das? Was ist das? Hier vielleicht? Ah, hier geht's weiter. Ich gut. Ich war auch mal bei den Pfadfindern, habe ich das schon erzählt? Ja. Allzeit bereit und immer einen Weg finden, so ist das Motto. Das ist mein Motto. No risk, no fun. Guck mal, da vorne rechts. Ich schaue nochmal drauf, vielleicht sieht man es jetzt besser, aber das ist irgendeine grünliche Struktur. Die sieht so aus, als würde die irgendwie... Oh oh. Ich weiß auch nicht, was die ist oder was die macht. Aber es sieht aus, als hätte die so eine geschuppte Oberfläche. Fläche. Nee, so eine Oberfläche. Oh. Da ist ein Skelett. Da sind mehrere Skelette. Leichen. Eine grauenvolle Szene. Ja, mich auch. Eine grauenvolle Szene bestätigt den Untergang der russischen Kolonisten. Verfallene Körper weisen darauf hin, dass eine Reihe von Menschen brutal von den Wurzelkreaturen getötet wurden. Haben diese feindlichen Kreaturen auch die intelligente, außerirdische Rasse getötet, die das Portalsystem gebaut hat? Ich habe Glück, am Leben zu sein und dies nur dank meiner Entscheidung, der Frau zu folgen. Aber die seltsamen Begegnungen der letzten Stunden deuten darauf hin, dass sie in der Tat eine von ihnen sein könnte. Und das wirkt sich nicht gut auf meine Überlebenschancen aus. Ja, warum? Sie hilft dir doch immerhin. Schätze ich mal, wie viele das sind. Wie ernähren sich diese Viecher? Die spießen die auf und dann saugen sie sie aus von innen, oder? Это говорит доктор наук Владимир Керимов из Советского космического агентства. Я записываю это сообщение в надежде, что когда-нибудь эта запись будет услышана, и наша миссия на этой планете будет понята. Sorry, Leute, das ist so viel Text. Das will ich mir jetzt nicht komplett anhören. Also es tut mir leid für die, die wirklich gut Russisch können. Aber ich lese es gleich jetzt nochmal. Rugana, the text, ich skip that. Kannst du machen, Kerle. Ich find's interessant. Wie lange man das noch hört, sag mal. Na, man hört's immer noch. Ziemlich deutlich sogar. Und ich habe das so im Gefühl, gleich ist Jetpack wieder leer. Sobald ich an diesem grünen Ding da vorne bin. Ja, guck mal, das hat so eine geriffelte Oberfläche irgendwie. Das meinte ich, so eine... Wie so eine Insekten... Insekten. Ja doch, so ein bisschen Chitin-mäßig, aber mehr wie so ein Reptil. Das ist... Ich spinne mir jeder was zusammen. Oh, das Licht wollte ich gar nicht aus. Dr. Wladimir Audioprotokoll. Hier ist Dr. Wladimir Kerimov von der sowjetischen Weltraumbehörde. Ich nehme diese Botschaft in der Hoffnung auf, dass jemand sie eines Tages hört und unsere Mission auf diesem Planeten verstanden wird. Es war eine friedliche Mission. Wir entdeckten ein Portal in Sibirien vor 22 Jahren, im Jahr 1974. Dieses geheimnisvolle Gerät transportiert Mensch und Maschine direkt von der Erde durch den Weltraum auf die Oberfläche dieses Planeten. Der Planet war voller Leben. Seltsam, aber auch wunderbar und schön, mit einer Atmosphäre, die für das Leben geschaffen ist. Es wurde beschlossen, dass Russland diese Welt beansprucht, damit die erstaunlichste Entdeckung in der Geschichte der Menschheit geheim gehalten werden konnte. Unsere Staatsoberhäupter wollten eine neue und perfekte sowjetische Gesellschaft aufbauen, also gründeten wir möglichst schnell eine Kolonie mit Hunderten von Menschen. Am Anfang war dieser Planet so vielversprechend. Nach ein paar Monaten fand unser wissenschaftliches Team heraus, dass die Pflanzenwelt ausstarb. Wir hatten versehentlich einen Virus freigesetzt, der eine Substanz tötete, die wie Bakterien die Oberfläche des Planeten bedeckte. Dieser Organismus war die Hauptnahrungsquelle der Pflanzen und als er starb, starb das Leben auf dem Planeten mit ihm. Nun ja, fast alles Leben starb. Einige Organismen sind noch da und sind schrecklich mutiert. Sie sind gierig auf jede Art von Nahrung. Wir haben fast unsere gesamte Kolonie an diese Kreaturen verloren. Noch während ich diese Nachricht aufnehme, kommen sie näher.
Wir haben uns auf einen hochgelegenen Ort in der östlichen Schlucht zurückgezogen. Wir hatten gehofft, das uralte Energiegebilde zu erreichen, aber es ist zu gefährlich. Ich weiß nicht, wie lange wir durchhalten können. Oh Mann. Ja, was habe ich gesagt? Jetpack ist wieder leer. Oh, guck mal, wie das aussieht. Total unheimlich. Also haben sie es im Endeffekt doch alles hier vernichtet. Sie haben es wahrscheinlich gut gemeint, als sie, ja, man weiß ja, die Amis, ne? Gleich alles annektieren und sagen, das ist meins. Na, ist jetzt auch wieder gemein, aber ihr wisst schon. Die wollten es wahrscheinlich nicht ohne Grund geheim halten. Weil dann wären die wahrscheinlich... Doesn't appear man-made. Was this what the Russians were trying to reach? Gewaltige Struktur. Hinter dem Schauplatz des Massakers entdeckte ich das bisher größte Bauwerk. Es scheint nicht von Menschen, sondern von den Portalebauern gebaut worden zu sein. Haben die Russen versucht, es zu erreichen? Wenn ja, kamen sie auf tragische Weise nah an ihr Ziel. Ich werde noch etwas weitergehen und mich dann bis morgen etwas ausruhen. Ja, solltest du mal machen, aber mit dem Sauerstoff? Du kannst ja schlecht jetzt irgendwie 8 Stunden pennen, dann ist der Sauerstoff leer, das weißt du. Das weißt du. Ist da drüben was? Dieses kleine Licht? Da ist die Spur. Ich muss irgendwie an die Spur. Komme ich hier überhaupt weiter? Ach, sieh mal, da unten geht's zum... Ja, da ist der Weg. Aua. Da ist der Weg. Ich würde gerne wissen, was das für ein Teil ist. Aber vielleicht sehen wir es ja, wenn es Tag ist. Oh, und da ist es schon Tag. Super. Ach man, jetzt haben wir uns das gar nicht angucken können. Na, wie gesagt, ich mache es ein bisschen heller. Vielleicht sieht man es im Video. Dann haben wir alle was davon, nicht wahr? Oh, Kacke. Sie hat uns gerettet. Also diesmal richtig wirklich gerettet. Mit Hand anpacken und so. Sag mal, warum bleibt sie nicht hier? She saved me. But for what purpose? Ja, ich meine, warum nicht? Warum soll sie dich nicht retten? Ich meine, vielleicht ist sie ja ganz allein auf dem Planeten. Oh. Und endlich hat sie jemanden gefunden, mit dem sie nicht mehr alleine ist. Oder es gibt noch andere, man weiß es ja nicht. Ein Junge im Wald. Ich erkenne die sich verändernde Welt um uns herum nicht mehr wieder. Sie scheint dunkler zu sein, trostlos und hasserfüllt gegenüber unserer Anwesenheit. Mein Sohn Kolja kam letzte Woche zu mir und behauptete, er habe einen Jungen im Wald gesehen, der versuchte, ihn tiefer hineinzulocken und ihm dann einen Ast ins Gesicht schlug. Die klaffende Wunde auf seinem Gesicht ist der Beweis dafür. Zwar könnte er mit dieser Geschichte versuchen, seine Verlegenheit zu verbergen, aber Kolja schwört, dass der Junge genauso aussah wie er, und ich bin geneigt, ihm zu glauben. Ich weiß nicht, ob wir diese Monstrosität geschaffen oder sie nur erweckt haben, aber ich weiß, dass wir an diesem Ort nicht mehr willkommen sind. Sag mal, das war doch dieses Wesen wahrscheinlich. Dieses Mimikry aus Pflanzen, die hat so getan, als wäre er der Junge, und dann... Es hat so getan. Jetzt fange ich schon an, zu vermenschlichen, das Teil. Nur weil es so aussieht. Oh, da ist sie wieder. Nein, ist sie nicht. Das ist sie nicht. Soll ich mal reinlaufen? Da! Ah. Ja. Also das war ein bisschen... Die sind auch ein bisschen blöde, muss ich sagen, die Teile. Dass die gleich schon so früh auseinanderklappen, dann sieht man ja schon den Betrug. Würden die noch etwas warten, bis ich rangehe? Das wäre doch die viel bessere Jagdmethode, oder nicht? Also so muss man es wirklich schon mit Absicht, so wie ich jetzt, machen und reinlaufen, dass man überhaupt da gefangen wird. Von den Dingern. Gibt's hier noch was vielleicht? Ach, guck mal, sie ist weg. Dieses Mimikri-Vieh. Naja, aber jetzt wissen wir wenigstens, was hier passiert ist. Es war mal ein belebter Planet. Es gab sehr viel Pflanzen und... Vielleicht auch Tiere. Ja, schon wieder sie. Hau bloß ab.
Oh, was da? Ein Baum. Toter Wald. Krass. Das sieht echt krass aus, Leute. Na gut, aber ich würde sagen, ich beende den Part an dieser Stelle mal wieder. Wäre lieb von euch, wenn ihr mich weiterhin unterstützt mit Likes und Kommentaren, Leute. Wir sehen uns wieder nächstes Mal bei Lifeless Planet.